Viele von euch kennen es wahrscheinlich, man hat irgendwas Langes und hinten wird es nicht mehr unterstützt. Das ist natürlich kacke, gerade wenn du alleine bist und du brauchst irgendwas. Natürlich, man kann sich hier irgendwie einen Stuhl drunter stellen oder so, aber sind wir ehrlich, bringt dir alles nichts. Vor allem ist es höhenverstellbar, ja, ich möchte es ja höhenverstellbar haben, weil man hat ja verschiedene Geräte. Also habe ich bei Amazon mal geschaut und habe Rollenbock eingegeben und mal geguckt, was es da für Dinger gibt und was die kosten. Wir sehen 42,95, 53, 41, also die kosten schon ein bisschen Kohle. Wir gucken jetzt gerade die mal an. Kann man also umklappen, dass man auch Plattenmaterialien und so, aber ich sage ganz ehrlich, das kann man sich noch irgendwann mal drauf bauen. Aber ich sage ganz ehrlich, 50 Euro, das schafft man selber zu bauen. So, genau da kommt natürlich der Heimwerker in uns wieder zum Vorschein. Und zwar werden wir uns sowas heute bauen. Verstellbar, schön verstaubar und dass es uns viel Platz wegnimmt. So, also ausziehbare Stange nehme ich mir hier erstmal. Eine ganz normale Latte aus dem Baumarkt. Die kennt ihr ja, diese, keine Ahnung, 40 mal 50 Latten oder irgendwas. Ja, reichen schon 10 mal für uns. So, ich schicke es einmal durch den Hobel, falls ihr keinen Hobel daheim habt. Spielt das keine Rolle, ja? Das ist so auch rechtwinklig. Ich will einfach nur, dass es schön glatt ist. Dann könnt ihr das, was wir jetzt gleich machen, auch ohne diesen Schritt machen. Ich mach's einfach los, dass es schön ist. Brechen wir einmal die Kanten. Können wir jetzt mit dem Hobel machen, mit dem Schleifpapier. Ich mach's mittlerweile ganz gerne mit dem Hobel. Seht ihr, so schnell kann man nämlich Kanten, ja, die Ecke schön sauber machen. Da brauche ich nämlich kein Schleifpapier dazu. So, dann bauen wir jetzt mal das erste Bein. Im Übrigen, ob das für euch Sinn macht, selber zu bauen, müsst ihr entscheiden. Natürlich braucht man Zeit dazu. Wenn ihr sagt, die Zeit habe ich gar nicht, dann kauft ihr das Ding besser. Ja, wenn ihr Heimwerker seid wie ich baue sowas gern. 50 Euro haben oder nicht haben, kann es schon, wenn ich mir die nächste Maschine kaufen will, eine bessere Maschine sein, wenn ich mir 50 Euro spare. Das ist bloß mal so viel dazu. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie breit eure Latte ist, ja? Wie lang vor allem auch, ja? Also es kommt jetzt darauf an, wie breit eure Latte ist. Und je nachdem, was ihr für Maße habt, bauen wir uns jetzt hier einfach, so gesagt, ein Vierkantrohr, wo das hier recht genau reinpasst. Ich nehme jetzt da 18 mm Multiplex. Warum? Sehen wir nachher. Wenn wir so Teile haben, dann probieren wir mal, ob das alles so zusammenpasst und sich schon... Ja, wir sehen, es ist noch zu hoch, also müssen wir das jetzt abhobeln. Natürlich könnt ihr es jetzt durch einen dicken Hobel schicken. Aber so lernen die mal Hobel auch ein bisschen kennen. Sicherlich alles andere als ein Fehler. Wenn ihr dann die richtige Höhe habt, wenn ihr hier drauf drückt, muss das hier recht leicht laufen. Bevor wir es jetzt aber zusammenleimen, müssen wir uns natürlich schon mal Gedanken machen, wie wollen wir das Ganze, wenn wir es in der Höhe verstellen, feststellen. Rastpunkte ist logischerweise keine gute Idee. Warum ist es keine gute Idee? Naja, jetzt ist der Tisch fix. Was ist aber, wenn ich die Höhe brauche oder die oder die oder die, so viele Rastpunkte gar nicht machen? Aus dem Grund müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir es komplett variabel feststellen können. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Und zwar nehmen wir da sogenannte Einschlagmuttern. Ich nehme jetzt hier M8, ja. M10 könnt ihr es auch tun, aber M8 reicht auch 5-mal. Mitte anzeichnen. Und weil wir was Spezielles vorhaben, versenkt man die. Da messe ich einfach immer, ja, was die für einen Durchmesser hat. Das sind bei mir zu 21, 22. Perfekt. Von der Tiefe her 2 mm oder so. Sondern dann mit dem Bohrer hinterher bohren, wie viel das hat. Das hat jetzt bei mir irgendwie 8, also brauche ich mit 9 nach. So, wenn wir das haben, lege ich die da drauf und nehme eine Nuss, weil wenn ich auf die Dinger direkt drauf schlage, habe ich ein bisschen Angst und so verteile ich den Druck. Perfekt. Wenn wir das jetzt aber so montieren und hier eine Schraube reinschrauben, ja, dann werden wir ganz schnell das Problem haben, dass sich diese Schraube ins Holz reindrückt. Das wollen wir vermeiden, weil wenn sie die Schraube oft ins Holz reindrückt, am besten noch mit für schönen Schmackes, dann lutscht uns das Holz irgendwann aus.
Also müssen wir uns irgendwas überlegen, dass die Gewindestange nicht direkt auf das Holz drückt. Und ich glaube, ihr habt auch schon eine Idee. Warum? Naja, ihr habt einfach schon viele Nächte darüber nachgedacht, wie ich es baue. Ich muss ja fairerweise sagen, so ein Projekt entsteht ja nicht von jetzt auf nachher. Ihr habt überlegt da ganz viel und oft daheim abends, wie ich gewisse Dinge lösen kann. Jetzt brauchen wir ein ganz dünnes Blech. Wenn ihr am besten ist, genau sowas. Ein ganz dünnes, am besten von einem Gehäuse, altes PC-Gehäuse, eine Dose, so eine Lackierdose aufschneiden geht auch. Also ganz dünnes Blech brauchen wir jetzt. Ich kriege es auseinander, muss ja die Flex auspacken. Ich könnte euch auch Blechschere nehmen, gell? Nee, ein Blechschere. Das wäre ja geil, wenn das geht. Ich habe mir viel Arbeit gespart. Top. Jetzt kommen da noch zwei ganz kleine Schrauben rein, bloß dass es im Platz gehalten wird, wo es hingehört. So. Denn jetzt ist es so, wenn von unten unser Sterngriff nachher kommt und drückt, seht ihr, dann hebt sich das Plättchen und das Plättchen drückt gegen das Holz und nicht mehr unsere Schraube. Und so versauen wir uns unser Holz dicht. Allerdings, wie wir sehen, das steht jetzt ein bisschen über. Das ist aber gar kein Problem. Wir fräsen uns nachher in unser Holz einfach eine ganz kleine Nut rein. Das kommt aber erst später dran. Als erstes kleben wir jetzt mal das ganze Gebilde zusammen. Und dann können wir auch, wenn irgendwas nicht passt mit dem Hobel noch, unser Auszugteil korrigieren, wenn es nicht ganz stimmt. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen. Kennst du das, wenn während einem Projekt alles dann plötzlich so anfängt rumzulegen? Ich hasse es. Ich brauche einfach Ordnung. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ihr in einer fremden Werkstatt arbeitet, was selten vorkommt, und ihr weiß nicht, wo Sachen liegen, dann brauche ich 100 Mal. Deswegen habe ich es gern, dass meine Sachen genau da liegen, wo sie hinkören. Kennst du das? Ich finde es auch viel schöner, in einer aufgeräumten Werkstatt zu arbeiten, als wenn es ausschaut wie bei Hempels unterm Sofa. Ja. Aber mein Gott, wenn du mitten im Projekt bist, dann klar, dann schaut es auch ab und zu mal aus, das ist schon gut, aber bei so einem kleinen Projekt, ihr wisst, was ich meine, oder? So, wir haben uns jetzt zwei solche Winkel verschraubt und geleimt und die können wir jetzt hier einfach nur schön zusammenlegen, gucken, dass das ein bisschen Spiel hat, legen hier was drauf, warten 10 Minuten und dann können wir Schrauben einschrauben. Da ist das wirklich alles schön winklig und wir können sicher sein, das läuft hier auch schön drin. Erste Sache, euer Holz soll dahinter sein, sonst ist es logischerweise steht es hier weiter weg und das passt nicht mehr, das heißt rutscht das hinter. Wenig Leim. Also nachdem ihr es beschwert habt, würde ich euch raten, zieht diesen Stab raus, das überschüssige Leim, der jetzt da irgendwo hinkommt, sonst ist der Stab für immer fest. 5 Minuten sind vorbei, jetzt ziehe ich das hier ganz vorsichtig raus und warte, bis der Leim so weit abgeht. Ja, abgewastruppe, abgebunden. Bis der Leim abgebunden hat und dann machen wir die Schrauben. Dann schrauben wir die Schrauben ein. Abge. So, wenn ihr zufällig gerade auf der Suche nach einer Fräsplatte seid, ja, schaut mal bei mir im Shop. Da gibt es diese rote Fräsplatte. Falls ihr sie noch nicht kennt und euch überlegt, einen Frästisch zu bauen. Im Übrigen, ich habe auch Pläne für einen Frästisch. Schaut einfach mal im Shop vorbei, wenn ihr da irgendwas bauen wollt. Gibt es relativ viel. So, Pi mal Auge auf die Markierungen. So, sieht jetzt so aus. Eine ganz, ganz schmale Nut. Geht rein, hakt aber hinten ein bisschen, macht aber nichts, können wir nacharbeiten.
Aber auf jeden Fall wissen wir, dass das oben mit dem Plättchen jetzt passt. So, wie wir jetzt sehen, haben wir hier aber Überstände. Ja? Die könnten wir jetzt auf mehrere Weisen wegmachen. Einmal ist sägen. Möchte ich jetzt nicht machen, weil es mir ein Tick zu ungenau ist. Ja? Wir werden es fräsen. Ganz normale Bündigfräse. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Den habe ich mir jetzt eingestellt und los geht's. Schnell, präzise, was will man mehr? Jetzt passen wir das Ding mal kurz ein. Dann nehme ich jetzt einfach einen Hobel, ja, und hobel dann den Ding so lang rum oder darum, bis es wirklich ganz leicht rein und raus geht. So, nach ein bisschen Rumschnitzerei läuft es hier wirklich leicht. Würde ich euch auch empfehlen, sonst habt ihr am Schluss keine Freude dran, wenn das Ding hakt. Wunderbar, dann probieren wir jetzt mal aus, ob das hier auch klappt mit der Festklemmgeschichte. So, dazu brauchen wir jetzt einen Sternengriff. Ich habe mir da einmal ein Muster gemacht und schneide mir immer die gleiche, wenn ich Abfallstücke habe. Ja, das sind meine Sternengriffe, gehen viel schneller als diese komplizierten Dinger. Achter Quintenei. So, dann ein bisschen Holzleim auf das Quinten auf. So habe ich es schon ein paar Mal gemacht. Es hat gut gehalten. Dann schraube ich das ganze Ding rein. Das bohre ich hier nur mit dem 2 mm Bohrer durch. Schlag hier noch einen kurzen Stahlstift rein. Und jetzt kann ich mir sicher sein, das bewegt sich nie wieder, das Gewindestiftlein. Dann schrauben wir es mal probetechnisch rein. So, und probieren es mal. Also, ich kann mich hier mit meinem Körpergewicht draufhängen. Da passiert gar nichts mehr. Das hält auch. Wackelt zwar nur ein bisschen, aber hält. So, wie man sieht, da tuscht sich schwer. Also, dann wird das Thema auch behoben, die Klemmung funktioniert. Wir haben hier keine Macken. Sieht man hier, keinerlei Beschädigungen. So wollen wir es. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was eure Mindesthöhe ist. Bei mir ist die Mindesthöhe meine GTS. Und ihr seht, das Ganze soll ja auch in einem Winkel stehen, weil Grad bringt uns nichts, wenn wir das Ganze in einem leichten Winkel haben. So, als Winkel probieren wir mal 22,5 Grad. Jetzt brauchen wir für das Ding, nachdem ich es ja klappbar haben will, irgendeine Art Gelenk. Faul seid, dann könnt ihr die Platten genau so draufschrauben. Ja, das würde natürlich funktionieren, aber wir wollen es ja ein bisschen schön haben. Deswegen schneiden wir einen Winkel an und machen das optisch auch noch ein bisschen her. Optisch her machen? Sagt man das so? Dann würde ich sagen, dann schaut es schon wesentlich netter aus, als wenn es einfach nur gerade dran ist. Und ihr habt gesehen, so viel Arbeit war das jetzt auch nicht.
So, wie man sieht, das Ganze ist jetzt wesentlich stabiler auf die Seite und so gehört es auch. Nicht, dass uns das umkippt, wenn es irgendwas stützen soll und unser Material fällt. So, stimmt jetzt ganz gut. Jetzt fehlt hier oben was, und zwar dieser Kopf, dieser Rollenbock, dieses Rollenteil, das fehlt jetzt noch, das machen wir jetzt.